Train Research Topic. Das wird immer sinnloser. Vocabulary. Für den Arsch. Na los, macht mal hier ein bisschen hin. Und den müssen wir eigentlich erstmal wieder in Urlaub schicken. Und wenn er zurück ist, haben wir kein Geld mehr. Spitze. Ja, ja. Wie sieht's aus? Haben wir irgendwie Plus gemacht? Ja, haben wir sogar. Krass. Bestimmt, weil wir die Zielgruppe noch gut ausgesucht haben. So, den schicke ich jetzt mal in Urlaub. Wenn er zurück ist, muss man dann gleich mal ein neues Spiel machen. Wahrscheinlich Game Dev. Time Travel. Können wir ein Adventure draus machen? Boah, hoffentlich ist er jetzt bald wieder da. Ist er wieder da, sobald der Balken voll ist? Weiß ich gar nicht. Da, Zarachi Cunningham, wie er heißt. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, cool. Der muss einfach nur voll werden. Das können wir jetzt noch researchen. Spy. Okay. Nee. Wir machen jetzt Game Dev. Entwickeln wir einfach das Spiel nach, was wir gerade spielen. Das ist bestimmt voll der Flop. Das war mein Glück. Ja, für everyone, Pick Topic. Oder sollten wir wieder für Erwachsene machen? Einfach weil es eine Simulation wird, wahrscheinlich schon, hm? Und PC ist. Würde fast sagen. Also, Game Dev. Genre, Simulation. Lass mal. PC. Machen wir mal für Major. Bei PC, ältere Leute, ja. Ich weiß nicht. Ja, doch, weil es eine Simulation ist. Okay, so. Alles eingestellt, weiter geht's. So, Engine wieder super wichtig. Gameplay ist eigentlich wieder null. Ich würde es hier fast genauso entwickeln wie den Sportmanager. Story Quests. Gefällt das eigentlich alles, wie das eingestellt ist? Character Progression können wir mal noch anmachen. Gameplay machen wir halt mal so. Keine Ahnung. Vielleicht sind die ja jetzt auch der Meinung, dass zu Game Dev eine Simulation besser passt als zu Sport. Ich weiß es ja nicht. Dialoge. Ja, egal. Level Design. Auch mal ein bisschen höher. Das ist ja auch ihr Level Design. Mal so. Level Dino 9. Easter Eggs, ja. Ja, lass mal. Bessere Dialoge brauchen wir aber nicht. Obwohl, es kostet ja nichts. So. Ich weiß ja nicht, ob die extra Features die Wertung vom Spiel noch nach unten hauen können. Da bin ich mir unsicher. Aber überflüssiges Feature kann ja das Spiel nicht, muss ja das Spiel nicht unbedingt schlechter machen. Ja, würde ich so lassen. Tag-Nacht-Zyklus. Kann man ja mal noch anmachen. Okay. Schauen wir mal. Ah, ist geil, wie viel Technologie geht. Das ist richtig gut. Gibt man noch ein bisschen Gas hier aus. 70 Punkte fast. Games 4 wird runtergenommen. Na komm, macht mal die Bugs noch raus. Beeilt euch doch mal ein bisschen. Ah, die monatlichen Kosten sind echt nicht mehr so hoch. Okay, finish. Noch Rekord. Na, schauen wir mal. Währenddessen machen wir mal jetzt Verträge. Ja, das dürften sie schaffen. Hoffe ich. Boah, ich krieg kein gutes Spiel mehr hin. Ja, toll. Ein wie das erst an der 10 ist. Oh, cool. Immerhin 7 Punkte. Ja, also über 5 Punkte im Durchschnitt. Aber geil ist, dass der Major gerade das bevorzugte Publikum ist, was jetzt Spiele kauft. Das heißt, verkauft sich besser das Spiel. So, können wir jetzt schon mal das nächste machen. Ich glaube, mit dem Spiel machen wir jetzt gut Plus. Müssen wir jetzt aber noch einen guten Titel raushauen. Nur was? Ich muss mal weiter researchen. Mach's mal Spy. Ich weiß leider nicht, was Spy heißt. Tut mir leid. Recruit Message. Nein. So, nochmal. Research. Was heißt denn Spy? Live, geil, eine Lebenssimulation. Können wir da mal The Sims nachmachen oder so? The Sims müsste da eigentlich was Cooles werden. Ja, das Spiel hat sich schon mal gelohnt auf jeden Fall.
Ich will jetzt erstmal weiter noch die Topics researchen. Okay. So, research, was haben wir hier noch? Written. Oh, das ist alles so langweilig. Daraus kannst du halt echt nichts machen. Ich weiß nicht, ob man irgendwann die Topics vermischen kann. Dann würde es halt schon wieder mehr Sinn machen, wenn das irgendwann mal ginge. Research. Alternate History. Okay. Topic. Transport. Oh, Alter, Transport Tycoon oder so. Wir müssen jetzt eine Transport-Simulation machen. Ja, hat sich gelohnt, das Spiel auf jeden Fall. Machen wir jetzt mal Transport Tycoon für den PC. Wir machen jetzt erstmal ganz viel Simulation, weil wir auch ganz viel in Technologie momentan immer reinbekommen, Punkten. Da würde ich hier gerne mal noch ein bisschen trainieren. Train. Da machen wir den auch nochmal. Code Incomplete. Und den auch hier. Ein bisschen Geld haben wir jetzt noch. So. Hä, wieso geht noch Design hoch? Okay, das wird automatisch ein bisschen mitgeskillt. Ja, der hat jetzt schon richtig viele Punkte in Technologie. Da konzentrieren wir uns erstmal noch uns drauf, ein paar coole Simulationen rauszuhauen. Und die monatlichen Kosten sind Gott sei Dank nicht so hoch. Also können wir das dann gleich nochmal machen. So, das ist fertig. Gleich nochmal. Das hätte ich viel eher schon machen sollen. Das bringt so viel bestimmt. Game Convention. Okay, machen wir mal und danach müssen wir gleich das Spiel entwickeln, wenn die jetzt hier fertig sind, damit wir gleich mal einen Hype da ein bisschen bekommen. So, seid ihr bald mal fertig? Macht mal hin. Nicht, dass die Games Convention wieder losgeht und dann zeigt mir dann ein Spiel am Stand, was gar nicht mehr verkauft wird. Guck mal hier, Half-Life sehe ich gerade. Das Plakat. Das ist der Half-Life, ne? So, habt das? Oh nein! Oh, das nervt mich ja jetzt. Ich wollte gerade loslegen. Ja. Das nächste Spiel, was wir jetzt machen, muss ein Erfolg werden. Aber wisst ihr was, ich speichere jetzt nochmal, weil ich werde jetzt nicht nochmal neu anfangen von dem Stand. Ich werde dann, wie gesagt, komplett neu dann machen, wenn es jetzt nicht klappt. Und jetzt bin ich ja noch halbwegs zufrieden. Das ist der beste Verlauf jetzt in den letzten drei Versuchen. Es ist aber auch, ich habe mich schon übelst in die Ecke manövriert. Man kann da einfach nicht mehr viel machen, so. Okay, jetzt, also, wie machen wir für alte, ältere Leute? Plattform wieder PC. Oh, guck mal, Marktanteil PC ist gut gestiegen. Das ist schon mal gut für uns. Wir machen jetzt eine Transportsimulation. Sowas wie Cities in Motion oder. Ja. Ja, genau, sowas wie Cities in Motion halt, ne? Genre. Simulation. Man könnte auch Strategie noch mit einbauen. Nee, ist halt kein Strategiespiel wirklich, oder? Nee, ist es nicht. Simulation passt schon. So, Transport Sim. Small. Für ältere PC Game Engine. So. Könnt ihr auch mal in 3D machen, aber ich mache lieber sowas in 2D. Ich glaube, Cities Motion 1 war auch noch 2D-Grafik, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Passt alles. Okay. Okay. So, dann gebt mal Gas, Leute. Ich will jetzt hier ganz viele Technologiepunkte sehen. Engine ist ja gut. Story Quests. Ein bisschen können wir ja noch justieren, dass es besser ist. Gameplay hätte ich halt schon gerne so. Character Progression. Das wurde ja vorhin mit Abstand besser bewertet, wo wir das mit drin hatten. Hätte ich das ja gerne mal so hier. Story Quests. Ja, mach mal so. Kann nicht so schlecht sein, was ich jetzt hier gemacht habe. Sind jetzt schon mal ein Hype, das ist gut. So, Dialoge. Machen wir so hier. Level Design. Ist bei Transport schon ein bisschen wichtiger. Machen wir so. Level Dieter brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Okay. Na los hier. Oh nein. Schade, Major ist nicht mehr im Markt so beliebt. World Design. Also Grafik finde ich okay, wenn wir das so lassen. World Design würde ich immer ein bisschen höher machen. Ja. Mach
mal so hier. So. Und Sound machen wir mal so hier. Ah komm, ich hätte das schon gerne beides auf. So. So ist gut. Open World? Ja, offene Welt. Bei Transport. Ja, warum nicht? Hauen wir mit rein. Okay. Aber die Punkte, die sprießen ja nur so. Boah, krass, guck mal. 74. So, das muss jetzt ein Erfolg werden, ansonsten haben wir es halt verloren. Bugs bitte noch raus. So, 79 Punkte Technologie. So, schau mal, Release Game. Skill Trees. Oh, das ist geil für ein MMO. Ich habe das MMO vielleicht echt noch so früh rausgebracht. So, trainieren wir mal. Ne, wir machen mal Contracts. Okay, Reviews jetzt schon. Oh, das sah gerade gut aus. Nice. Aber bitte weiter so. Ja, okay. Ich hätte gerne eine 8 wenigstens. Nice. Joa. Ist okay. So, gucken wir mal. Contract Work. Macht den Spaß mal. Oh, krass. Wir machen endlich mal wieder ein bisschen Geld. Wir müssen weiter erstmal eine Simulation machen. Es geht leider nicht anders. Ich werde mal weiter die in Technologie noch trainieren. Ah, das ist so krass. Also das Spiel macht so Spaß, obwohl es in Anführungsstrichen simpel ist. Aber so simpel ist es auch wieder nicht. Man muss halt da trotzdem erstmal einsteigen. So, du machst jetzt auch nochmal den gleichen Spaß hier. Code incomplete. Okay. Ja, heißt so viel, wie das jetzt hier Prognosen gibt. Dass die Konsolen momentan einfach mit dem PC ein bisschen hinterher hicken, sage ich schon, hinken. Und deswegen wird es jetzt bald neue Konsolen geben, die dann auch endlich mal wieder die Leistung vom PC haben, sozusagen. Ja. Ja. Und das sollte dann zur Next Generation Konsole. Was haben wir denn momentan? PlayStation 2 und so? Naja, klar, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Und Microsoft hat jetzt ja auch schon irgendwie angekündigt, dass sie ja so diese M-Box 360 rausbringen wollen. Und die sollen halt dann die Leistung auch von der PC-Hardware wieder spielen. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch kein Projekt. Ah ja, die machen, trainieren ja noch. Und den müssen wir eigentlich erstmal in Urlaub schicken. Aber wir machen richtig Geld gerade, geil. Ich trainiere die mal noch weiter, mach mal da noch mehr Simulationen. Geht nicht anders, Leute. Muss aber sein. Und danach schicken wir denen mal noch einen Urlaub. Aber wir machen ja noch gut Geld. Eigentlich, ich würde am liebsten eine neue Engine machen, aber das ist so scheiß teuer. Da müssen wir jetzt noch einen guten Titel rausbekommen. So, Train nochmal. Ich gehe jetzt auch viel Spaß mit dem Geld um. Oh, das Spiel hat sich richtig gelohnt. Da sieht man, dass das Researchen echt Sinn macht nach den Topics. Ich glaube sogar unabhängig, wie das Spiel läuft, selbst wenn ich es jetzt durchspielen sollte, würde ich es, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Das Spiel macht so einen heiden Spaß und einfach mit dem Ziel, eine richtig hohe Punktzahl zu erreichen. So, den können wir danach mal in Urlaub schicken. So, Train. Da können wir gleich nochmal trainieren. Ich würde für den auch gerne mal den Boost holen. Der für eine kurze Zeit soll der ja übelst viel bringen. So, den müssen wir in Urlaub schicken. Geht noch nicht. Ja, die brauchen auch zum Lernen länger, wie es aussieht. So, Urlaub bitte. Können wir mal kurz Publisher dann schauen. Wie geil ist das denn bitte? Hallo, Simulationsspiele sind gerade populär. Na, da müssen wir jetzt gleich loslegen. Richtig geil. Dann müssen wir uns nur überlegen, was für eine Simulation wir machen. Los, komm mal zurück aus dem Urlaub, mein Guter. Schnell. Ja, davor will ich nicht anfangen. Will gerade ein Publisher zufällig, Simulation rausbringen? Movie-Simulation. Für PlayStation 2. Das ist so nicht heiß, Alter. Ganz ehrlich. So, Hammers. Ist jetzt bald mal wieder da? So, jetzt gleich. So, jetzt. Ja, komm. Was, wenn er jetzt, guck mal. Neues Spiel. Klein wieder. Topic. Oh. Finden wir überhaupt noch was Gutes für eine Simulation?
Ja, Hospital halt, ne? Haben wir schon Hospital gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Oder eine Lebenssimulation. Mach erstmal Lebenssimulation. Plattform, PC wieder. Die Frage ist 3D oder 2D? The Sims. Sim. So, für Ältere. Ja, es ist halt trotzdem... Ja, machen wir für Ältere. Wobei ja eigentlich The Sims ja von allen gespielt wird. Aber es ist halt PC. Machen wir mal. Huch! Ja, sorry, falsche Engine. Ich will es halt nicht in 3D machen. Machen wir 2D Version 3. Man kann das ja auch von oben irgendwie darstellen. Kann nicht so schlecht sein. Man hätte es vielleicht in 3D machen sollen. Ach, ich weiß es gerade nicht. Ja, das würde ich alles jetzt so lassen wollen, wie es ist. Macht mal bitte ein gutes Spiel. Für mich. Wenn wir jetzt nochmal so ein Ding raushauen, dann haben wir endlich mal ein bisschen Geld zusammen. Ein bisschen zumindest. Ja, machen wir Dialoge. Ja, ist doch schon okay so. Die Dialoge des Sims sind jetzt auch für den Arsch eher. Zumindest von der Synchro. Lass mal so. Also Technologie ist geil. Wir müssen mal Marketing jetzt noch machen. Wir machen mal ein bisschen mehr jetzt dafür. So. So, und das lassen wir auch gleich so. Open World, ja, 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 ja. The Sims hat ja auch eine offene Welt. So, nicht offene Welt, aber halt größeres Gebiet. Oh. Test 64 vom Markt genommen. Games Convention, richtig geil. Boah, wollen wir es wagen? Nee, dann machen wir es mal. Small. Ich finde halt, wie gesagt, der Unterschied ist nicht so groß. Oh nein, wir müssen jetzt warten, bis die Games Convention stattfindet. So lange warte ich jetzt mal noch. Damit wir den Hype noch höher bekommen. Vielleicht geben wir... Oh, 90 Punkte Technologie, Leute. Zieht euch mal rein, das lohnt sich ja echt übelst. Wir müssen jetzt noch warten, bis die Games Convention ist. Und dann release wir das Spiel direkt. Jetzt. Nice. Ey, das ist perfektes Timing. Jetzt muss nur noch das Spiel gut werden. Bitte. Wenigstens eine 6er-Wertung. Und dann wird man bestimmt gut Asche machen.